Die zwei Säulen der Reformation. Wieso über Reformation reden? Ist das nicht etwas, was irgendwo in der Vergangenheit geschah und was auch dahin gehört? Wir sind doch jetzt auf einem ganz anderen Niveau. Wieso Reformation? Ich glaube, dass es Zeit ist, um die Reformation neu zu entfachen. Denn ich glaube, es gibt fast kaum eine Reformation mehr in der Welt. Jetzt, vor dem ich mit diesen Vorträgen anfange, möchte ich sagen, es geht nicht über Personen, es geht über Ereignisse und Systeme. Und ich möchte auch keinen verletzen, und ich hoffe, dass wir es in geschichtlichem Rahmen verstehen. Und der Gedanke ist, nicht nur bei der Geschichte zu bleiben, aber auch das Ganze auf die jetzige Zeit zu übertragen und dann zu fragen, was steht mir vor? Was muss ich tun im Hinsicht auf der Zeit, in der wir leben? Also, was waren die zwei Säulen der Reformation und warum ist es wichtig, dass wir das studieren in der heutigen Zeit? Komm, wir schauen erstmal, was das Wort Protestant eigentlich bedeutet. Was ist Protestantismus? Es gibt da zwei Möglichkeiten. Das eine ist negativ und das andere ist positiv. Und beides gehört zum Protestantismus. Darum ist es ein guter Name, um ein Protestant zu sein. Ich sage immer zu den Leuten, wer hier im Saal ist Protestant? Und dann gehen einige Hände hoch. Und dann frage ich die nächste Frage. Ja, wogegen protestiert ihr denn? Und dann wissen die meisten nicht mehr, was um zu sagen. Also das Positive heißt pro, für, zugunsten von und das von was? Testari, Zeugnis, Testament, für Zeugnis, für das Testament, für die Bibel. So ein wahrer Protestant ist ein Zeuge für die Wahrheit. Es ist nicht gut genug, um zu sagen, wir wollen das Irrtum bestreiten. Wir müssen auch eine positive Botschaft bringen, die biblisch fundiert ist. Aber das Wort Protestant heißt auch, um zu protestieren gegen das, was verkehrt ist. Jetzt in diesen Vorträgen werde ich Zitate bringen von den ganz alten Protestanten, geschichtliche Zitate. Und da stehen einem die Haare zu Berge, wenn man sieht, wie diese Leute sich diese Dinge überlegt haben und wie tief sie sich eingearbeitet haben in die Bibel. Das ist einfach unvorstellbar. Wo kommt denn der ganze Protest her und wieso war es notwendig, dass ein Protest überhaupt stattfinden musste? Wenn wir zurückgehen auf die Zeit Augustinus, der ja der große Kirchenvater der römisch-katholischen Kirche ist, dann lesen wir hier in den Geschichtsbüchern, dass Augustinus betont in seiner Theologie die Kirche als das Reich Gottes. Also hier auf Erden ist das Reich Gottes in der Kirche. Und wenn diese Kirche das Reich Gottes ist, dann muss sie auch dieses Reich ausbreiten. Und so geht das weiter mit dieser Theologie. Christus würde mit seinen Heiligen bereits regieren. Und die Auferstehung bedeutet, dass tote Seelen zu geistlichem Leben erwachen. Also keine Auferstehungserwartung, keine Wiederkunftserwartung in dieser Theologie. Die Kirche wurde ermutigt, die Herrschaft über die Nationen anzutreten und ihre Führer begannen durch politische Intrigen Prestige und Macht zu gewinnen. Statt das Evangelium in alle Welt zu tragen, die Folge war das finstere Mittelalter. Also die Liebe nach Macht wurde ersetzt oder die Macht der Liebe wurde ersetzt mit Liebe nach Macht. Und somit begann
eine finstere Zeit. Wir lesen in den Geschichtsbüchern, dass ein Protest endgültig entstand unter den Menschen und Gruppen wie die Waldenser und Joachim und nachher der Morgenstern der Reformation, Wycliffe zum Beispiel, dann Johann Huss und Hieronymus und dann nachher auch Luther, Knox, Calvin, Baxter, Cranmer und wie sie auch alle hießen, alle brachten sie genau die gleiche Botschaft, dass dieses System, welches hier auf Erden aufgestellt war, nicht biblisch war, und sie bezeichnete es als das Antichrist-System. Heutzutage ist das natürlich unvorstellbar. Und so will ich fragen, auf welchem Grund, aus welchem Grund haben alle diese Gruppen genau das Gleiche gelehrt und sich genau auf das Gleiche beruht, nämlich die Bibel. Die Reformation beruht also auf zwei Mega-Entdeckungen. Die erste Entdeckung ist die Wiederentdeckung von Christus und seiner Erlösung und das im biblischen Sinn, darum die Leitworte der Reformation, sola scriptura, die Bibel und die Bibel allein, sola Christus, nur Christus als allein Erlöser aufgrund dieser Dinge. Und dann die Wiederentdeckung der Identität des Antichristen. Die erste Entdeckung, die Bibel und den Erlösungsplan in der Bibel, das war das Fundament für die Reformation. Aber was hat die Reformatoren zusammengebunden? Das war das Zweite. Die Wiederentdeckung der Identität des Antichristen. Und sie haben alle das Gleiche gelehrt, wenn es zum zweiten Punkt kam. Beim ersten Punkt haben sie sich gestritten über die Einzelheiten des Erlösungsplans, aber beim zweiten Punkt, da waren sie felsenfest überzeugt. So, Gottes Wort wurde wieder entdeckt, Gottes Wort wurde wieder an die Menschen gegeben. Es war versteckt, es war verloren. Es war wohl gegenwärtig, aber in einer Sprache, die keiner verstand. Es konnte genauso gut verloren gewesen sein. Die Reformation des 16. Jahrhunderts, schreibt dieser protestantische Schreiber, der den Protestantismus ins Leben rief, basiert auf die Heilige Schrift. Sie gab der Welt die Bibel zurück. Sie lehrte aus der Schrift. Durch dieses Schwert des Geistes deckte sie die Irrlehren und Korruptionen Roms auf. Sie legte die Prophezeiungen aus. Und das ist ganz wichtig. Das war nicht irgendein Gedanke, hier war ein Bösewicht, weil sie nicht mit der Kirche zurechtkamen. Ihre Ansichten waren biblisch fundiert und beruhten sich auf biblische Prophezeiungen. Und das bringt natürlich einen anderen Gedanken. Wenn die Welt heute eine ganz andere Ansicht hat diesbezüglich und auch eine ganz andere Theologie, dann sind da nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Welt heute hat absolut recht oder sie ist fehl am Platz. Entweder die Reformatoren haben die Bibel total verkehrt ausgelegt oder sie hatten recht. Und wenn sie recht hatten, dann haben wir heute ein Problem. Und somit muss man sich fragen, auf welchem Grund haben sie denn diese Dinge gesagt, welche sie gelehrt haben? Also auf die Prophezeiung haben sie sich beruht. Und das war ihr praktischer Wegweiser. Und dann schreibt diese Person, solche Reformation brauchen wir heute neu. Wir haben zugelassen, dass prophetische und antipäpstliche Wahrheiten zu sehr in Vergessenheit geraten sind. Diese Generation hat eine gefährliche Weitherzigkeit, Gleichgültigkeit gegenüber die Wahrheit und Irrtum an Punkten, wo die Schrift außerordentlich entschieden und absolut deutlich spricht. Das ist ein alter Reformator, der hier redet. Er schreibt weiter, unserem reformierten Glauben drohen also von innen und von außen Gefahren und wir können ihn nur dann erhalten,
wenn wir entschlossen zu dem wahren Zeugnis der Heiligen und Marterer vergangener Zeit zurückkehren. Das wird geschrieben vor 120 Jahren. Und zwar von Reformatoren von der Kirche von England, die zusammenfassen, was die Reformation so lehrte. Wir müssen wieder neu aus den göttlichen Weissagungen lernen, wie Gott den Charakter der römischen Kirche einschätzt. Wenn wir neu zu Zeugen für Christus und gegen diesen großen Abfall werden wollen, wir können diesen Protest, müssen wir wieder erneuern. So schreibt Grattan Guinness in Romanism and the Reformation. Das war die Reformation, wie die Reformatoren in Europa und hier besonders in England geglaubt haben, wie sie es festgelegt haben und wofür sie standen. Und er sagt, diese Welt, die wir heute haben, diese Freiheit, die wir haben, die haben wir wegen dem Protestantismus in Deutschland und England und Amerika. Aber heute ändert sich das alles. In der Vergangenheit waren die Megaländer Spanien und Portugal und Italien. Aber nach der Reformation waren es die Reformationsländer. Aber das Bild ändert sich dramatisch. Er schreibt, dass dieser Romanismus ist nicht bloß gefallene Christenheit im Allgemeinen, es ist lateinische Christenheit. Und ich brauche das jetzt nicht alles lesen, ihr könnt das selber lesen, aber der springende Punkt ist, hier war ein Glaube an Gott versteckt in einer Altsprache, einer Totensprache. Und somit wird der Glaube und die Religion nicht mehr lebendig erhalten, sondern verfällt in eine Form, wo Worte geredet werden, die keiner versteht. Und eine Bibel, die versteckt ist, die kann genauso gut verschwunden sein. Und diese lateinische Art, das war das Problem. Die Reformation hat das Wort Gottes genommen und hat es in der Sprache der Menschen umgesetzt. Und so wurde die Flamme entfacht. Naja, was war die Reaktion? Endgültig über viele Jahre hat selbst die katholische Kirche sich umgestellt. Aber vielleicht will sie wieder sich umwechseln. Hier lesen wir ABC News, Papst lässt lateinische Messe wieder aufleben. Und hier ist ein Versuch, um wieder einen Zurückgang zu machen zu dieser Sprache, die keiner versteht, damit die Religion mystisch bleibt, eher als lebendig. Also das, was die Reformation gemacht hat und was sie erreicht hat, wird hier rückgängig gemacht. In Pfarrbezirken mit einer stabilen Gruppe von Gläubigen, sagt der Papst, die sich an die frühere liturgische Tradition halten, sollte der Pfarrer ihren Wunsch bereitwillig nachkommen, die Messe nach dem römischen Messbuch von 1962 zu feiern, heißt es in dem Dekret. Also wir wollen zurück zu diesem Unverständlichen. Beim 16. Jahrhundert war der Protestantismus weit mehr als nur die Ablehnung des Papsttums. Es hatte ein biblisches Fundament. Und interessant, dieser Reformator schreibt, wer denkt, er könne Protestant sein, und dennoch die Bibel oder ein Teil von ihr ablehnen, macht einen kapitalen Fehler. Wahrer Protestantismus kann nicht einfach antikatholisch sein, er muss auch antimodernistisch, antievolutionistisch und gegen alle sonstigen Übel sein. Wenn wir die Welt heute betrachten, eine Kirchengemeinschaft nach der anderen, lässt alles hinein in die Gemeinschaft, was die Welt so zu bieten hat. Ein Dekret nach dem anderen bestätigt, dass die Evolutionslehre ihren Platz hat in der Welt, in der wir leben. Aber die alten Protestanten haben gelehrt, was die Bibel sagt, das ist maßgebend. Sola Scriptura, sola Christus, sola Gratia.
durch Gnade allein, durch Christus allein. Und die Schrift ist maßgebend. Martin Luther hat das genannt Schriftenprinzip. Luther fühlte sich nie stark und frei, den päpstlichen Abfall zu bekämpfen, bis er im Papst den Antichrist erkannte. Jetzt, das war die Reformationssicht. Das ist natürlich heute total abzulehnen. In der Ökumene darf keiner behaupten, dass das Papsttum Antichrist ist. Also diese Leute mussten absolut entweder fehl am Platz sein oder die heutige Welt ist absolut fehl am Platz. Dann erst verbannte er die Papstbulle. Knoxes erste Predigt, das ist fantastisch. John Knox kommt zurück von der Schweiz, von Genève. Er kommt zurück nach Schottland, das ist ein katholisches Land. Seine erste Predigt, die allererste Predigt, die er gibt, ist Daniel Kapitel 7. Stellt euch das mal vor. Seine erste Predigt, Daniel Kapitel 7. Und er betet zu Gott und er sagt, gib mir Schottland oder ich sterbe. Give me Scotland or I die, sagt er. Und er predigt Daniel 7. Und das ganze Land wird protestantisch. Stellt euch das mal vor. Wann hat man heutzutage noch eine Predigt über Daniel Kapitel 7? Und warum ist es wichtig? Also die Reformatoren machten ihre Prophetieauslegung zu einem Teil ihres Glaubensbekenntnisses. Es war schriftlich festgelegt, warum sie es glaubten. Calvin schreibt es in seine Institutionen. Es ist in Dekreten der Protestanten festgelegt. Wenn wir zurückblicken und wir fragen uns, was hat die Reformation eigentlich gelehrt? Ist doch wichtig, oder? Gehören wir nicht zur Reformation heute? Ja, so sagen wir. Aber was hat die Reformation gelehrt? Und ist es wirklich biblisch fundiert? Ich möchte gerne wissen, sonst bin ich ja verwirrt. Martin Luther, als er die Bibel entdeckte, hat er auch die Bibel gelesen und hat vieles nicht verstanden. Er hat gedacht, das Buch Offenbarung ist total unverständlich und kann gar nicht zur Bibel gehören. Und dann fing er an, ein Verständnis zu entwickeln, zusammen mit seinen Reformatoren, und das Buch Daniel wurde lebendig. Und er war begeistert vom Buch Daniel, und das Buch Daniel wurde auch ein Schlüssel für das Buch Offenbarung. Und als er dann seine erste Bibel rausbrachte, welche Illustrationen hat er gebraucht? Offenbarung. Dann war er plötzlich begeistert über das Buch Offenbarung. Können wir lesen, was er schreibt über das Buch Daniel? Er schreibt, darum bitten wir, dass alle ernsten Christen das Buch Daniel lesen. Denn es wird ihnen ein Trost und großer Nutzen sein in diesen letzten schlimmen Zeiten. Das ist wie viele Jahre her? Über 500 Jahre her. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so seht auf und erhebet eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Aus dem gleichen Grund sehen wir bei Daniel, dass alle Träume und Visionen, wie fruchtbar sie auch sein mögen, immer in Glück und Freude mit dem Kommen Christi und seines Reiches enden. Ja, in dieses Hauptartikels des Glaubens, der Wiederkunft Christi willen, wurden diese Visionen gegeben, erklärt und niedergeschrieben. Also er sagt, liest das Buch Daniel. Wer hat das auch noch gesagt, so nebenbei? Wer hat vorgeschlagen, dass wir das Buch Daniel lesen in der Endzeit? Jesus selber.
in Matthäus 24. Er sagt, liest es, dann werdet ihr die Wiederkunft besser verstehen. Das war Martin Luthers Gedankengang. In 1538 sagte Luther in Bezug auf die vorherrschende Gottlosigkeit, ich hoffe, dieser Tag, die Endzeit, ist nicht weit und wir werden ihn noch erleben. Der arme Luther, der arme Luther. Das ist immer das Zitat. Ich sage nichts, was nicht auf ein Zitat sich beruht. Und ich gebrauche nur die besten Quellen. Ich hoffe, der jüngste Tag wird nicht noch 100 Jahre verziehen. Der arme Luther. Denn Gottes Wort, hört mal, was er sagt, wird wieder weggenommen werden und eine große Finsternis kommen, weil es so wenige Prediger des Wortes gibt. Er sagt, das Wort wird wieder weggenommen werden. Heute sind da mehr Bibeln in der Welt als je zuvor, aber ich möchte sagen, da ist eine größere Finsternis als je zuvor. Es wäre genauso gut, das Wort wäre weggenommen. Was hat Martin Luther geschrieben über die Wiederkunft? Hat er eine Wiederkunftserwartung gehabt? Absolut. Aber ich möchte euch nur sagen, wenn ein Prediger heute so aufstehen würde und sowas sagen würde wie Martin Luther in seinem Gebet, dann wären die Zeitungen voll. Vielleicht wäre er sogar im Gefängnis. Aber es ist ja nur Geschichte, darum darf ich es ja lesen, oder? Er schreibt, O Christus, mein Herr, sieh herab auf uns und bring über uns deinen Tag des Gerichts und zerstöre die Brut des Satans in Rom. Das ist ein Gebet. Dort sitzt der Mensch, von dem der Apostel Paulus schrieb, dass er sich widersetzen und erheben wird über alles, das Gott genannt wird, jener Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Was ist die päpstliche Macht als nur Sünde und Verderbnis? Sie führt Seelen unter deinem Namen in die Verdammnis, o Herr. Ich hoffe, jener Gerichtstag wird bald anbrechen. Die Zeiten können und werden nicht schlimmer werden als jetzt. Martin Luther, bitte. Der päpstliche Stuhl übt bis zum Äußersten das Böse aus. Er entrückt Gottes Gesetz und erhöht seine Gebote über die Gebote Gottes. Wer hat das geschrieben? Martin Luther. Er sagt, hier sind Gottes Gebote, da sind päpstliche Gebote und die einen werden über das andere erhoben. Das ist Protestantismus. War er verkehrt oder war er nicht verkehrt? Martin Luther sagt, lies das Buch Daniel. Seine erste Bibel, die Illustrationen kommen aus dem Buch Offenbarung. Und was sagen die modernen Theologen? Ja, komm, wir gehen zu den großen Männern heutzutage, die sogar das Gebet bei der amerikanischen, Präsidentsfeier beten dürfen. Rick Warren, Fotografie direkt aus seinem Buch. Er schreibt, als die Jünger über Prophetie sprechen wollten, wechselte Jesus schnell das Thema in Richtung Evangelium. Er wollte, dass sie sich auf ihren Auftrag in der Welt konzentrieren. Er sagte im Wesentlichen, das ist Rick Warren, der hier schreibt, die Einzelheiten meiner Rückkehr sind nicht eure Sache. Eure Sache ist die Mission, die ich euch aufgetragen habe. Konzentriert euch darauf. Interessant. Er schreibt weiter, wenn du willst, dass Jesus schnell wiederkommt, dann konzentriere dich auf deine Mission, nicht auf Prophetiestudium. Faszinierend. Und was sagt die Bibel? Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint in einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in eurem Herzen. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Das ist, was die Bibel sagt. Und was sagen die modernen Prediger? Bleib weg von der Prophetie. Wieso? Ist da ein Problem, wenn wir die studieren?
Ich denke, da kann vielleicht ein Problem sein. Vielleicht werden wir wach. Vielleicht sehen wir, wie wir in die Irre geführt werden. Martin Luther bewies anhand der Offenbarung und von Daniel, von dem heiligen Johannes, den Briefen des Paulus, des Petrus und des Judas, also biblisch fundiert, dass das Papsttum Antichrist war. Biblisch fundiert. Das sagen die Geschichtler hier, die Geschichtsschreiber. Und das ganze Volk sagte Amen. Was sagt das ganze Volk heute? Genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Wenn da ein Problem ist, wohin rennen sie? Sie rennen nach Rom. Also waren sie verkehrt oder hatten sie recht? Das müssen wir doch wissen. Es war der Antichrist, den sie auf dem pontifikalen Thron sitzen sahen. Dieser neue Gedanke, der durch die prophetischen Erläuterungen, mit denen Luther und seine Zeitgenossen konfrontierte, noch gestärkt wurde, fügte Rom einen fürchterlichen Schlag zu. Und wo ist dieser Schlag heute? Der existiert nicht mehr. Also Romanism, und das ist the Aubergine History of the Reformation. Das sind die Geschichtsbücher über die Reformation. Komm, wir gehen mal zur Bibel. Das ist der Druck, der erste Druck von der großen Bibel von Martin Luther. Und von den Holzstichen haben sie hier diese Abbildungen gemacht. Wo kommt denn das her? Aus der ersten Martin-Luther-Bibel. Was ist denn das? Aus welchem Buch der Bibel kommt dieses Bild? Aus dem Buch Offenbarung. Die reine Frau mit dem Mond unter den Füßen und den Sternen unter der Drache, der das Wasser, die Menschenmassen ausspuckt, um sie zu vertilgen. Eine prophetische Sicht. Das ist auch aus Martin Luthers Bibel. Hier haben wir die Frau. Und was hat sie auf dem Kopf nach diesem Bild? Die dreifache päpstliche Krone. Sie reitet auf dem Drachentier und die Könige der Welt verbeugen sich vor ihr. Also das war die prophetische Sicht der Reformation. Das kommt auch aus Martin Luthers erster Bibel. Hier ist das Bild von Jesus, der die Geldhändler aus dem Tempel herausjagt. Und im Gegensatz der Papst, der die Geldhändler in die Gemeinde hineinladet. Und wisst ihr was, die waren raffiniert, die Protestanten. Die haben hier auch Symbole versteckt, damit Leute sehen sollen, worum es geht. Der Hund, was sagt die Bibel von dem Hund? Der Hund ist wo? Draußen. Der Hund ist draußen. Und wofür steht der Hund? Für das Heidentum. Und hier ist der Hund im Tempel. Die haben hier eine Botschaft versteckt in ihrer Bibel. Und es war nicht nur Martin Luther, es war nicht nur Melanchthon. Alle, Wycliffe, Tyndall hat bezahlt mit seinem Leben, weil er die Bibel ins Englische übersetzt hat. Wycliffe, naja, der hat es geschafft zu sterben, vor dem sie ihn umgebracht haben. Aber die waren so sauer, die haben ihn wieder rausgebuddelt und ihn dann danach verbrannt. Luther, Calvin, Cranmer, das waren die Leute. Und nicht nur die, sondern die Männer von der King James Bibel, die Männer von der Westminster Konfession, von der Baptistenkonfession, Sir Isaac Newton, wahrscheinlich der größte Wissenschaftler aller Zeiten, Wesley, Whitfield, Edwards, Spurgeon, Ryle, alle diese Männer, alle hatten die gleiche Ansicht. Tja, da muss ich mich doch fragen. Hier sind die größten Geister der damaligen Zeit. Die größten Wissenschaftler. Sir Isaac Newton hat mehr geschrieben über die Bibel als über die Wissenschaft. Fantastisch. Waren die alle verkehrt? Waren die alle verkehrt? Sie haben sich beruht auf Bibel. Wie wir gesehen haben, sie haben sich beruht auf Daniel, auf Offenbarung,
was Johannes schreibt und was Paulus schreibt und was die anderen auch schreiben. Und sie haben gesagt, dass das kleine Horn von Daniel Kapitel 7, das Verschiedensein von den vorigen, dass das Papsttum ist. So haben sie behauptet. Das war die Lehre der Protestanten. Wenn wir zur Bibel gehen und wir fragen, Bibel, zeig uns mal, was sind die Beispiele, die wir da haben, von wie das Tier aussieht, dann sehen wir, dass dieses Horn steigt aus dem vierten Tier hervor, Daniel 7, 7 Vers 8. Das heißt, es kommt aus Rom. Zweiter Punkt, es steigt zwischen den Hörnern auf. Es kommt also aus Westeuropa, denn Westeuropa ist verteilt in die zehn. Es ist also römisch, es kommt aus Westeuropa. Es kommt nach den zehn Hörnern, das heißt, nachdem Rom zerfiel und verteilt wurde unter den germanischen Stämmen. Vers 24. Anders als die vorigen Hörner, Vers 24, die anderen waren nur politisch und dies war anders. Hat es vielleicht eine religiöse Dimension? Größer als seine Gefährten, Vers 20, hat das Papsttum mehr Macht gehabt als die anderen? Hat es nicht die Landkarte genommen, Südamerika in zwei geteilt und gesagt, Spanien, das gehört dir, Portugal, das gehört dir? Musste der König Deutschlands nicht barfuß stehen in Rom und seine Krone wieder zurückerhalten? Wer war größer? Er reißt drei Könige aus. Es sind drei, die angeblich arianisch waren, nicht vernichtet wurden. Hat Augen wie ein Mensch und redete Worte gegen den Höchsten. Naja, wir werden sehen, was die Reformatoren damit gemacht haben. Er reibt die Heiligen auf. Sind da nicht zig, Tausende, Millionen vernichtet worden? Im Dreißigjährigen Krieg, in der Inquisition und so weiter. Will Festzeiten und Gesetz ändern. Das ist ja interessant. Setzt Zeiten ein und ändert das Gesetz Gottes. Das sind die Merkmale hier in Daniel Kapitel 7. Er herrscht 3,5 Zeiten, eine ganz bestimmte Zeit. Wir werden sehen, was die Reformation damit gemacht hat. Er frisst die ganze Erde, endgültig beherrscht er alles. Er existiert bis zum Weltende. Wir haben also einen Anfang, nachdem Rom fällt. Und er existiert bis zum Ende. So nach Bibel muss er jetzt hier sein. Aber die Welt erkennt ihn nicht. Sie erwarten einen Antichrist irgendwann in der Zukunft. Aber nach diesen Versen muss er jetzt hier sein. Seine Herrschaft wird in die Endzeit weggenommen. Vers 26. So, da haben wir ein paar Bibelpunkte. Ihr wohnt ja hier in der Nähe der schönen Stadt Nürnberg. Ist es nicht so? Naja, und da habt ihr auch ein Rathaus, das Nürnberger Rathaus. Und ich dachte, ich lese euch mal vor, hier von diesem Zitat, Hedlem, Seite 158. Und dann lesen wir mal, wer hier was angebracht hat. Das Rathaus mit drei wunderschönen dorischen Portalen, über denen die prophetischen Tiere aus Daniel 7 aus Stein gehauen sind. Diese beeindruckenden Figuren wurden im Auftrag des Stadtrats in 1617, wie lange ist denn das her? Also fast 400 Jahre hängen die da am Rathaus. Am Rathaus. 1617 von dem bekannten Künstler Leonard Kern geschaffen. Unterhalb des Gebäudes sind Höhlengewölbe und Folterkammern, die früher von der Heiligen Offizium zur Verfolgung anders Denkenden und der Anhänger der reformierten Glaubens verwendet wurden. Wow! Geschichte, ich lese es euch nur vor. Also die Reformation hat gesagt, und Nürnberg war eine Reformationsstadt. Damals ist das ein sehr geeigneter Platz hier, um solche Vorträge zu halten.
Und da gab es Folterkammern und da gab es Inquisition. Und da haben sie vor 400 Jahren gesagt, wir meißeln es in Stein, damit niemand es je vergisst. Naja, wir haben es gut gedacht, um ein bisschen ausfindig zu machen, ob Menschen auch wirklich wissen, worum es geht oder ob sie es vielleicht vergessen haben. Ist doch ein guter Gedanke, meinen Sie nicht? Wir sind also hin zum Rathaus und wir haben die Leute, die da vorbeilaufen, gefragt. Ja, worum geht's denn hier eigentlich? Also da ist das eine Portal und da sehen wir die ersten Bilder von Daniel 7, da ist das andere, da sind die anderen beiden Tiere. Und wenn wir es näher betrachten, dann sehen wir der Löwe mit den Adlerflügeln. Und die Reformation wollte nicht haben, dass wir vergessen, was sie glaubten. Also haben sie den Nebukadnezar gleich nebendran gestellt, dass jeder weiß, es geht um Babylon. Und auf der anderen Seite, da haben sie den Bären mit den drei Rippen und gleich Chorus den Großen daneben, damit jeder weiß, es geht um Medo-Persien. Und auf dem anderen Portal, der vierköpfige Leoparde hier, da ist er, sehr schön zu sehen, gleich nebendran Alexander den Großen, damit jeder weiß, die Reformation hat gesagt, das ist Griechenland. Und auf der anderen Seite das schreckliche Tier mit dem kleinen Horn, nebendran Julius Caesar, damit man sofort weiß, es geht um Rom. Und dann das kleine Horn. Und wie schön haben sie das gemacht. Sie haben ein Gesicht drauf, eines Menschengesicht. Als ich aber auf die Hörner Acht gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem drei der vorigen Hörner ausgerissen wurde. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge. Daniel 7, Vers 8. Und wer hat die Reformation gesagt, ist das? Sie hat gesagt, Papsttum. Das haben sie gesagt. Also haben wir die Leute gefragt, was heißt denn das, was da oben ist? Junge Leute, alte Leute, nicht so gelehrte Leute, Schüler, gelehrte Leute, Lehrer, endgültig haben wir uns fast die Haare rausgezogen und haben geklopft am Rathaus und haben gesagt, habt ihr den Führer hier? Er war nicht da, aber sein Stellvertreter war da. Haben wir gesagt, bitte erklär uns, was da oben los ist. Sonderlich. Sonderlich. Die Leute gucken, der Ausdruck auf dem Gesicht, schaut euch das mal an, und einige lachen. Wer ist denn das, das kleine Horn? Wer bist du? Was hast du zu sagen? Komm, wir spielen mal das Interview, dann könnt ihr ja selber hören. Ich hoffe, der Ton funktioniert. Hä? Wir hoffen es auch. Do you know, do you have an idea, what does it mean, these two sculptures? Oh. I don't know what it means. We don't know what it means. Darf? Markus, Lukas, Johannes, Matthäus. Ja, die Bibel sind, nie gelesen, ich bin Protestant. Ja, das sind die vier. Sie sind Protestant und haben die Bibel nicht gelesen? Nein, ich. Ach ja. Du? Interessant. Ich habe es gelesen, die Bibel liest man nicht, die Bibel kennt man. Ich habe die Bibel gesehen. Die Bibel liest man nicht, die Bibel kennt man. Das ist ja kein Buch, was man liest, sondern am Ende weiß man, wie es ausgeht. Ja? Ah ja. Wissen Sie vielleicht die Bedeutung dieser Skulpturen, wenn Sie sich das anschauen? Oh, nein. Haben Sie eine Idee? Haben Sie eine Idee? Wissen Sie nicht, was das sein könnte? Ja. Was das darstellt? Nein, könnte man gar nicht vorstellen. Ja. Was könnte denn das bedeuten? Die Kinder dürfen auch was sagen. Diese Figuren da oben und die Tiere im Hintergrund. Was könnte das für eine Bedeutung haben? Habt ihr in der Schule da schon mal was drüber gehört? Eigentlich nicht. Doch gar nichts drüber gehört? Nee, im Geschichtsunterricht, im Religionsunterricht?
Gar nichts gehört? Nichts gehört? Mhm. Weißt du es, Papa? Ich weiß jetzt grundsätzlich auch nicht. Sind Sie denn Nürnberger? Oder aus der Ich bin eigentlich, ja, ich bin eigentlich Nürnberger. Wohne zwar mittlerweile in Fürth, aber bin schon immer, bin seit 1949 in Nürnberg. In Nürnberg. Was könnten denn die Skulpturen, die Figuren bedeuten, hier am Rathaus von Nürnberg? Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da habe ich mir so noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich muss sagen, ich habe eigentlich noch nie hingeguckt. Ja. Aber irgendwie macht es mir den Eindruck, als ob das irgendwas Maritimes. Maritim? Kann es Neptun? Neptun? Neptun. Also ich bin jetzt wirklich überfragt. Ja. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja. Auf der anderen es gab nie eine Aufklärung in der Volkshochschule zu Nürnberg oder in den Schulen über das Rathaus wurde und seine. Wurde nicht gesprochen. Überhaupt nicht. Also das ist ein Lehrer aus Nürnberg. Sie sind Lehrer aus Nürnberg. Ein Lehrer. Also Sie haben keine Idee, meine Herren? In der Schule was darüber gehört? Bei der Stadtführung? Wolfscher Bau? Jawohl. Ja, erbaut. Ich habe bestimmt mal was zurück. Eine Idee? Also, Idee, wenn es ein gutes Ding ist, müsste doch dort stehen irgendwo. Ne? 1600 selbiges Mal? Im 16. Jahrhundert, sagen wir mal so. Oh, dann ist es falsch. Ja. Dann ist es 1500 selbiges Mal. Und was können die Figuren? Irgendeine Verbindung mit Venedig zu tun? Machen Sie mal weiter. Also, zwei Figuren, zwei Tiere im Hintergrund. Ist es der venezianische Löwe irgendwo dabei? Wenn könnte, Sie sind Lehrer. Welches Fach belegen Sie denn? Ich bin Hauptschullehrer. Hauptschullehrer? Ja. Dann wird es in der Stadtführung in Exkursionen hier aufgeklärt, was diese Bedeutungen sind? Am Wolfscher Rathaus wird das gemacht? Also ich habe es in der Uni damals gemacht, das ist schon über 20 Jahre her. Ne? Ja. Also von daher weiß ich jetzt nicht so genau, ob das vorgekommen ist. Ja. Da fragen Sie mich natürlich jetzt, was da muss ich leider Das ist der stellvertretende Führer, Stadtführer. In den Exkursionen mit Sicherheit mal. Ja. Allerdings ja. geht es natürlich dann auch immer schnell wieder verloren. Ja, verstehe. Ne? Aber so in den Stadtführungen zu Nürnberg wird es nicht erwähnt, was die Bedeutung dieser Figuren am Rathaus. Zumindest jetzt nicht bei denen, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Ja, ja. Und Sie sind konkret für die Lochgefängnisse Richtig. Zuständig. Allerdings nur als Absicht. Schauen Sie mal, sind Sie aus Nürnberg? Ja. Schauen Sie mal hier auf unser Rathaus. Diese Figuren, welche Bedeutung haben diese Figuren? Ja, das kann ich nicht alle sagen. Das ist zum Teil der Reichsadler. Der Reichsadler? Das andere Wappen, aber nicht das Wappen der Stadt Nürnberg. Ja, ist nicht das Wappen der Stadt Nürnberg. Aha. Und die Tiere und die Menschen, also diese Figuren oben, welche Bedeutung? Wissen Sie nicht. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Wie viele von allen, die wir gefragt haben, haben eine Ahnung, worum es ging? Nicht einer, nicht erst die Stadtführung. 400 Jahre, die Reformation hat sie da hingestellt, damit niemand vergisst. Martin Luther hat gesagt, es wird eine Finsternis kommen. Ich glaube, die Finsternis ist da. Ich möchte lesen, was Sie geglaubt haben. Was haben Sie darüber geschrieben und was war Ihre Logik? Und wenn Ihre Logik verkehrt ist, nach Ansicht der größten Masse der Christen heute, naja, dann müssen wir unsere Ansicht ändern. Aber wenn Sie recht hatten, was dann? Dann haben wir ein Problem. Also, ich gehe zurück auf die Letzten, die wirklich darüber redeten, vor 120 Jahren, diese Kirche von England, Reformatoren. Es gibt drei verschiedene prophetische Quellen für Aufstieg, Wesentaten und Schicksals des Protestantismus. Ach, des Romanismus, tut mir leid. Erstens das Buch Daniel, zweitens der Brief von Paulus und drittens die Briefe und Offenbarung von Johannes. Das sind jetzt Reformatoren, die das für uns auseinanderlegen. Sie reden über das
perfekte Bild Daniels Vision stellt Wesen, Beziehungen des Romanismus auf politischer Ebene dar. Also Daniel geht es um die Politik, sagen sie. Was Paulus betrifft, geht es über die kirchliche Ebene. Und was Johannes, das Offenbarung betrifft, beides gemeinsam. Das sind die drei Bilder. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge, Daniel 7, Vers 8. Und dann schreiben sie, noch einmal, Roms Herrschaft hat nie aufgehört. 5 oder 6 Jahrhunderte lang war es eine weltliche, heidnische Macht. Und danach beschreibt er, wie es eine päpstlich-römische Macht war. Und dass die Verfolgung unter den Römern nicht geringer war als unter den Päpsten. Und so sagt er, Rom existiert noch immer. Was sagt er über das kleine Horn? Die durch das stolze, intelligente, gotteslästerliche, kopfähnliche kleine Horn des römischen Tieres symbolisierte Macht nimmt den größten Teil der Weissagung an. Beachten wir an dieser Stelle sorgfältig die verschiedenen Hinweise dafür, dass dieses Horn ein wunderbares prophetisches Symbol oder ein Hieroglyphe des römischen Papsttums ist. Es passt wie ein Sicherheitsschlüssel in sein individuelles Schloss, für das es exakt zugeschliffen wurde, während jeder Versuch, ihn in ein anderes Schloss zu zwängen, scheitern muss. Also die Reformatoren waren sich ganz sicher, dass es nur um eine Sache ging. Jetzt nehmen sie die Symbole und sie vergleichen es. Also wer schreibt das hier? Das ist Grattan Guinness, Protestant, geschrieben vor 120 Jahren, das ist nicht jetzt. Und er sagt, wir sind am Ende des Protestantismus vor 120 Jahren. Wir sind jetzt 120 Jahre weiter und wir wollen wissen, ob diese Leute etwas am Hut hatten oder nicht. Sein Ort, wo kommt dieses kleine Horn her, wo kommt diese Macht her? Im Körper des Vierten Reiches. Was lehrt die Religion heute? Entweder er kommt aus dem Dritten und war ein griechischer König, Antiochos Epiphanes IV, oder er kommt aus keinem der Tiere, wenn sie alle schon weg sind, irgendwann in der Zukunft. Und das ist 96% des Christentums. Seine Entstehungszeit, kurz nach der Teilung des Römischen Reiches in 10 Königreiche. Ist das biblisch? Ihr müsst euch fragen, ist das biblisch? Seine Erscheinungsform, anders als die vorigen Königreiche, in einigen Aspekten aber auch gleich. Es ist ein Horn, aber mit Augen und Mund. Es ist ein Königreich wie die übrigen, eine Monarchie, aber seine Könige sind Aufseher oder Bischöfe und Propheten. Sein Charakter, prahlerisch, gotteslästerig, spricht große Worte gegen den Höchsten. Seine Gesetzlosigkeit beansprucht Autorität über Zeiten und Gesetze. Sein Kampf gegen die Heiligen, eine verfolgende Macht, und zwar über einen so langen Zeitraum, dass die Heiligen des Höchsten aufgerieben werden. Seine Zeitdauer, 120 Jahre her, Reformation. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, 1260 Jahre. Und worauf haben sie sich beruht? Dass das Papsttum seinen Sitz nahm in 538 und Napoleon seinen Sitz endete 1798, genau 1260 Tage. Sie beruhten sich auf die Tag-Jahr-Zahl, die auch in den prophetischen Büchern vorgestellt wird. Und dann sagt die Bibel, die Wunde wird heilen, also es wird wieder erwachen. Sein Schicksal. Es verliert seine Herrschaft, bevor es selbst vernichtet wird. Man wird seine Herrschaft wegnehmen, um sie zu vernichten und zu zerstören bis zum Ende. Vers 26. Und dann schreibt Grattan Guinness, das alles trifft auf das römische Papsttum zu. Die lateinische Sprache der Kaiser
Es ist die einzige Kirche, die je nach einer Stadt benannt wurde. Das Papsttum erfüllt damit die erste Bedingung. Während dieser Zeit entstanden die 10 Königreiche, das kleine Horn stieg unter den 10 auf, das Papsttum entwickelte sich gleichzeitig mit dem Reich der Goten. Reformationssicht. Jetzt sagt er, gut, jetzt haben wir gesehen, was Daniel sagt, jetzt gehen wir mal nach, was Paulus sagt. Er sagt, Paulus hat 2 Teile, ein Überblick über den großen Abfall und dann ein detailliertes Porträt der führenden Macht in diesem Abfall. Paulus jetzt. Und er schreibt, und dann zitiert er Paulus, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Und er zitiert weiter Paulus, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und in irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden, durch Heuchlerei von Lügnernrednern. Und er zitiert so weiter und so weiter und so weiter. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die durch Gott geschaffen hat, damit sie mit den Danksagungen gebraucht werden von denen, die gläubig sind und so weiter und so weiter und so weiter. Zitiert Timotheus. Dann schreibt Grattan, hier haben wir nicht nur eine Vorhersage, dass es zu einem Abfall vom Glauben der christlichen Gemeinde kommen würde, sondern die Beschreibung seines Ursprungs und Wesens. Was wird er machen? Sein Ursprung soll satanisch sein. Seine Lehren teuflisch, dämonisch. Er sollte sich Autorität anmaßen, Gesetze und Verbote aufstellen, vor allem das Verbot zu heiraten. Welche Kirche verbietet seiner Ekklesia zu heiraten? Die römisch-katholische Kirche. Sind da Fastbedingungen mit einbetroffen, ja oder nein? Absolut. Lest mal, was die Heiligen schreiben, was Ignatius und so weiter schreiben, wie gefastet werden muss in dieser Beziehung und was gegessen werden darf und was nicht. Die Ehe sollte verboten werden, obwohl sie von Gott eingesetzt ist. Und Fleisch sollte nicht erlaubt sein, obwohl es geschaffen ist, mit Danksagung empfangen zu werden. Wahre Herzensheiligkeit, so schreibt er, sollte auch durch äußere Religiosität und selbst auferlegte Opfer ersetzt werden. Durch die Heuchlerei von Lügnerreden, die in ihren eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, zitiert er wieder Paulus. Dieses Merkmal eines unechten Bekenntnisses taucht in der parallelen Weissagung der letzten Tage bei Timotheus auf. Und dann erklärt er das. Er sagt weiter, ich möchte haben, ihr müsst euch einleben, wie diese Leute gedacht haben. Woher die Theologie kommt. Er redet von dem Mensch der Sünde und dem Menschen Gottes. Jetzt die Gegner der Reformation haben gesagt, es redet von dem Mensch der Sünde, das ist ein Mensch und nicht ein System. Also wie kann es das Papsttum sein? Jetzt können wir sehen, wie die Reformatoren antworten. Er sagt, der Mensch der Sünde hat, wie der Mensch Gottes, eine allgemeine, umfassende Bedeutung. Wenn wir lesen, dass der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet und so weiter, gehen wir nicht davon aus, dass damit ein einzelner Mensch gemeint ist? Das sind alle. Obwohl der bestimmte Artikel dasteht, hier ist vom Menschen mit einem bestimmten Charakter die Rede, eine Linie ähnlicher Individuen. Ein Mensch der Sünde wäre ein Einzelner, so wie ein König von England nur eine einzige Person bezeichnet, der König dagegen kann auch die ganze Dynastie einschließen. Wenn Paulus im Hebräerbrief über die jüdische Heiligtum sagt, ins Allerheiligste geht einmal im Jahr nur der hohe Priester, meint er damit die gesamte Folge von hohen Priestern und nicht nur einen? Ist das eine gute Auslegung hier, ja oder nein? Ich denke, die Leute haben logisch gedacht. Wenn wir Filme uns anschauen von dieser Zeit, wie werden die Leute dargestellt? Ja, primitiv. Primitiv. Wir laufen alle da rum.
Essen ohne Messer, Gabel und so weiter. Die Leute haben gedacht, das waren keine Idioten. Also wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgeregt. Also bitte, das ist ein System. Grammatisch kann damit sowohl ein Individuum als auch eine Abfolge ähnlicher Individuen gemeint sein. Der Zusammenhang zeigt, dass tatsächlich das Letztere der Fall ist. Fertig. Der Papst von Rom kann also ein einzelner Bischof bezeichnen oder eine lange Abfolge von dauerhafter Person wie der Mensch der Sünde. Nächstes Argument. Er schreibt, Paulus ist Prophezeiung und hält keinerlei Angabe der Dauer, nur zwei Zeitmerkmale. Der Abfall entwickelte sich schon und sollte erst bei der Wiederkunft vernichtet werden. Also zur Zeit Roms, Fall Roms und zum Ende. Und dann sagt Paulus noch, wenn er aus dem Weg genommen wird, das Römische Reich, dann wird er, der Antichrist, kommen. Also Zeitraum ist der gleiche wie Daniels. Und er wird vernichtet durch die Wiederkunft, Porausia. Also der Abfall entwickelte sich schon und sollte erst bei der Wiederkunft vernichtet werden. Paulus' Chronologie des Antichristus zeigt, wann er kommen würde, nach dem Fall Roms, und dass er bis zum zweiten Kommen existieren würde. Jetzt überlegt mal, wie fein die das gemacht haben. Er sitzt im Tempel Gottes. Und das ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir wissen, was sie gelehrt haben. Denn heute wird was ganz anderes gelehrt. Er sitzt im Tempel Gottes. Was wird heute darüber gelehrt? So nebenbei. Es wird gelehrt, der Antichrist wird kommen und wo wird er sitzen? In einem Tempel, der neu gebaut wird, wo? In Jerusalem. Und da wird er herrschen, buchstäbliche 3,5 Jahre. Welcher Teil des Christentums glaubt das heute? Die ganze evangelikale, das ganze evangelikale Christentum glaubt das. Die ganze Baptistenlehre ist darauf geschult. Das heißt, über 90% des Christentums glaubt das heute. Kommen wir schauen, was die Reformatoren gelehrt haben. Das Gesicht des Menschen der Sünde ist das Gesicht eines falschen Apostels, das finstere Gesicht eines Judas. Auf der Tempelmauer steht geschrieben, Sohn des Verderbens. Der Mensch der Sünde ist wie Judas, dem Anschein nach ein Freund, ein vertrauter Freund, im Geheimen aber ein Gegenspieler und Todfeind. Er hat seinen Meister gegrüßt mit einem Kuss, aber er hat ihn verraten. Beachten wir, wo der Mensch der Sünde sitzt. Im Tempel, beziehungsweise im Haus Gottes. Was sagen Sie? Im Haus Gottes. Also kein buchstäblicher Tempel. Das ist unmöglich irgendein jüdischer Tempel. Unmöglich. Das haben sie gelehrt. Kein Tempel von Stein. Warum? Diesen Ausdruck in seinem prophetischen Porträt des Romanismus gebraucht Paulus auch im Kolosser und Epheser mit Bezug auf die christliche Kirche. Im 2. Korintherbrief schreibt er an die Heidenchristen, ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Im Epheserbrief nennt er die Gemeinde einen heiligen Tempel, eine Behausung Gottes im Geist. Also für Paulus, schreibt er hier, ist der Tempel ganz klar die Gemeinde Christi. Das ist der Tempel, in dem sein prophetischer Blick den Menschen der Sünde sitzen sah. Nicht jemand in einem Tempel aus Stein, sondern eine Macht in der christlichen Kirche. Ist das ein logischer Gedanke hier und eine gute biblische Auseinandersetzung, ja oder nein? Dann ist meine Frage, wieso glaubt das Christentum heute das Gegenteil? Wieso glaubt das Christentum heute das Gegenteil? Sein Wesen. Wie Christus für Gott handelt, so handelt der Mensch der Sünde für Satan. Und dann gibt er hier eine Auseinandersetzung von wie wir sein sollen und wie dieses System ist. Der Mensch der Sünde sich unendlich
Selbsterniedrigung auf der einen Seite, wo die göttliche Natur sich zur Menschheit herabbeugt, und unendliche Selbsterhöhung auf der anderen. Also wir haben diesen Kontrast, den Martin Luther da auch in der Bibel darstellte. Sein Sitz, ich denke, das ist brillant. Wir können viel lernen, durch diese alten reformatorischen Schriften zu lesen. Die Leute waren nicht doof, die waren hochintelligent. Beachten wir die Position des Menschen der Sünde. Das Wort, er sitzt. Griechisch, katizo. Das verwandte Wort Sitz kommt im Neuen Testament dreimal vor. Zweimal bezogen auf die Sitze der Taubenverkäufer im Tempel des Gotteshaus zu einem Marktplatz und zu einer Räuberhöhle machten. Und einmal in dem Satz, auf Moses' Lehrstuhl haben sich die Pharisäer gesetzt. Von dem griechischen Wort katizo kommt das Wort Kathedrale. Ha. Der Bischof sitzt, und auch der Begriff ex cathedra sprechen, was bedeutet, dass der Papst von seinem Sitz, also offiziell, spricht. Dort von seiner erhabenen kathedralen Position aus und mit dem Anspruch, Gott zu repräsentieren, sollte der Mensch der Sünde agieren und residieren, angeblich als Stellvertreter Christi. Tatsächlich als ein Widersacher, der seine Autorität untergräbt, seine Gesetze aufhebt und sein Volk unterdrückt. Reformation, 120 Jahre her. Ist es logisch, ja oder nein? Wo sitzt er? Er sitzt in der Kirche. Und da sitzt er, ex cathedra redet er, und er hat seinen Stuhl. Dann vergleicht er. Also beide, Daniel und Paulus, sagen, es ist eine römische Macht. Kommt aus Rom. Beide Paulus sagen, er existiert im gleichen Zeitraum, von dem Romfeld bis zur Wiederkunft. Beide, der eine im Ekklesias-Sinn, der andere im politischen Sinn, sagen genau das Gleiche. Beide erheben sich gegen Gott in Daniel. Daniel erwähnt die stolzen Worte des gotteslästerlichen kleinen Horns. Paulus, die unerhörten Taten des Menschen der Sünde. Gleiches System. Beide beginnen klein und unscheinbar. Beide haben den Anspruch, die Menschen zu lehren. Jetzt passt mal gut auf. Daniels kleines Horn hat Augen. Bischof heißt Aufseher oder Überseher. Er steht über die anderen. Und einen Mund, er ist ein Lehrer. Er sagt, was ihr glauben müsst. Der Mensch der Sünde bei Paulus hat kirchliche Vorrangstellung, eine stolze Position im Tempel Gottes der christlichen Gemeinde. Beide verfolgen, das kleine Horn in Daniel verfolgt, und der Mensch der Sünde widersetzt sich und ist gesetzlos. Beide. Beide haben denselben Ort, dieselbe Zeitperiode, denselben bösen Charakter, und sie existieren bis zur Wiederkunft. Er sagt, die Übereinstimmungen sind so bedeutsam, so zahlreich, so umfassend, so exakt, dass ohne jeden Zweifel das gleiche System in Paulus und in Daniel beschrieben wird. Es ist die antichristliche Macht. Er sagt, sogar unter der römischen Autorität herausgegebene kommentierten Douay-Bibel sagt genau das Gleiche. Die Douay-Bibel sagt, er sitzt im Tempel Gottes gemäß der unzweifelhaften Autorität und einheiligen Meinung der alten Väter, wird uns in all diesen Worten der große Antichristus beschrieben. Also die Douay-Bibel gibt zu, das ist die Jesuitenbibel. Es geht um den Antichristen. Aber was machen sie mit ihm? Sie schieben ihn in die Zukunft und sagen, er wird irgendwann dann mal kommen. Gut. Wenn das noch nicht genügt, was gerade an Guinness hier erklärt, kommen wir gehen zu den Kirchenvätern der Reformation.
Und wir machen ganz sicher, dass das Reformationslehre war. War es biblisch, was wir bis jetzt gehört haben? Ja oder nein? Biblisch, ja. Kommen wir hören, was sagt Nikolaus von Amsdorf. Wer war das? Keiner kennt den Namen Nikolaus von Amsdorf heute mehr. Weil Martin Luther sagte über Nikolaus, mein Geist ruht aus meinem Amsdorf. Das war sein Freund, sein Kollege, also Zeitgenosse Martin Luther. Er schreibt, der Antichristus wird offenbart und vor dem jüngsten Tag zunichte werden, sodass jedermann erkennen und begreifen wird, dass der Papst der echte, wahre Antichrist und nicht der Stellvertreter Christi ist. Wer darum den Papst und seine Bischöfe als christliche Hirten und Bischöfe betrachtet, ist tief im Irrtum. Noch mehr aber jene, und das ist wichtig für unsere Zeit, wir denken, das ist nur für damals, für jetzt. Noch mehr aber jener, der glaubt, der Türke sei der Antichrist. Gibt es heute Christen, die behaupten, dass Islam ist die antichristliche Macht, ja oder nein? Ja. Also das war das Gleiche. Und Amsdorf sagt, noch mehr im Irrtum. Warum? Und dann seine Logik. Denn der Türke regiert außerhalb der Kirche und sitzt weder im Heiligen, noch will er den Namen Christi tragen, sondern ist ein offener Widersacher Christi in seiner Kirche. Das bedarf keiner Erläuterung, sondern ist klar und deutlich, denn er verfolgt Christen offen und nicht wie der Papst. Verborgen unter der Form der Gottseligkeit. Logisch oder nicht? Okay, wir können lernen von ihrer Theologie. Flacius, was schreibt er? Traktate über die Antichristen. Der sechste und letzte Grund für unsere Trennung vom Papst und von seinen Nachfolgern sei dieser. Durch viele Schriften unserer Kirche, durch das göttliche inspirierte Wort, durch Weissagungen über die Zukunft und durch besondere Eigenschaften des Papsttums ist reichlich und gründlich bewiesen worden, dass der Papst mit seinen Prälaten und Klerus der eigentliche wahre große Antichrist ist. Dass sein Reich das eigentliche Babylon ist, seine immerwährende Quelle und Mutter aller greulichen Abgötterei. Bumm. Direkt. Georg Nigrinus. 1530, 1602, evangelischer Theologe, Satiriker, geboren in Battenberg. Er diskutiert mit den Jesuiten. Er sagt, die Jesuiten behaupten, schwer aufgebracht zu sein. Sie sehen meine Erklärung als Beleidigung und Blasphemie, weil ich das Papsttum als den Antichristen brandmarke, den Daniel, Paulus, Petrus, Johannes und selbst Christus prophezeiten. Aber das ist die Wahrheit. So war Jesus der Messias und ich bin bereit, es sogar nach ihren eigenen Definitionen des Wortes Antichristes zu zeigen. Ganz deutlich. Er sagt, dieser Jesuit behauptet, dass das Papsttum nicht der Antichrist sein kann, weil seit Jahrhunderten besteht es, während der Antichrist angeblich nur 3,5 Jahre regieren soll. Wer glaubt das heute so nebenbei? Fast die ganze christliche Welt. Also was für eine Lehre ist das? Jesuitenlehre. Aber niemand, hört mal, was die Reformatoren geschrieben, aber niemand bezweifelt heute, dass Daniel von Jahrtagen sprach, nicht wörtlichen Tagen, die Zeitspannung 42 Monate, 1260 Tage, 3,5 Zeiten sind prophetisch nach Hesekiel 4. Reformation. Eindeutig. Noch einer, David Christreus, der letzte Kirchenvater der Lutheraner. Was schreibt er? Der Herr selbst offenbarte Daniel, wie lang die vier Weltreiche existieren sollen und wie lang das kleine Horn bestehen sollte. Dieses kleine Horn wird auch von Paulus und dann geht er so weiter und 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 sagt genau das Gleiche wie all die anderen. Calvin, genau das Gleiche. Presbyterianer. Manche Leute meinen, wir seien zu streng und kritisch, wenn wir den römischen Pontiff Antichrist nennen. Aber die so Bedenken übersehen, dass sie denselben Vorwurf der Anmaßung auch Paulus persönlich machen, nachdem wir reden.
Ich will kurz zeigen und dann gibt er eine Auseinandersetzung von Paulus und sagt, Papst des Antichrist, John Knox, wir haben schon über ihn gesprochen, Papst des Antichrist, Thomas Cranmer, Anglikaner, Papst des Antichrist, alle. Roger Williams, und das ist jetzt wichtig. Wer war Roger Williams? 1603, 1683. Das ist der erste Baptistenprediger Amerikas. Der erste Baptistenprediger. Er sprach vom Papst als den angeblichen Stellvertreter Christi auf Erden, der als Gott im Tempel Gottes herrscht und sich selbst erhöht. Nicht nur über alles, was Gott heißt, sondern auch über die Seele und Gewissen seiner Vasallen, ja über den Geist Christi, über den Heiligen Geist, ja und Gott selbst, indem er gegen den Gott des Himmels spricht und Zeiten und Gesetz ändern will. Er ist aber der Sohn des Verderbens. Was lehren die Baptisten heute? Der Antichrist wird kommen irgendwann in der Zukunft, der wird sitzen in einem Tempel von Stein, der erbaut wird wo? In Jerusalem. Die frühen Baptisten haben das nicht geglaubt. Komm, wir gehen zur Baptistenkonfession. Da ist sie. Die Konfession der Baptisten selbst. Steht geschrieben, der Papst von Rom ist jener Mensch der Sünde und Sohn des Verderbens, der sich in die Kirche gegen Christus und alles, was Gott heißt, erhebt und den der Herr durch den Glanz seines Kommens vernichten wird. Offizielle Baptistenkonfession. Glauben Sie es noch? Nein? Westminster-Glaubensbekenntnis 1647. Es gibt kein anderes Haupt der Gemeinde als den Herrn Jesus Christus. Noch kann der Papst von Rom in irgendeiner Weise ihr Haupt sein, sondern er ist der Antichrist, der Mensch der Sünde und Sohn des Verderbens, der sich in der Kirche erhebt gegen Christus und alles, was Gott heißt. Das sind die Konfessionen. Nicht eine Reformationsgruppe hat das nicht gelehrt. John Wesley, die Methodisten, sagt genau das Gleiche. Er ist in ganz besonderem Sinn der Mensch der Sünde. Alle. Jetzt möchte ich euch mal lesen, was Spurgeon geschrieben hat. Und das ist doch ein Mann, der hoch angeschrieben wird in Kirchenkreisen. Stellt euch vor, was Spurgeon schreibt. Er schreibt, es ist die moralische Pflicht jedes Christen gegen den Antichrist zu beten. Und die Frage, wer der Antichrist ist, sollte für jeden denkenden Menschen zweifelfrei feststehen. Bom. Zweifelfrei. Wenn nicht das Papsttum in der Kirche von Rom, dann kann nichts auf der Welt so bezeichnet werden. Die Protestanten haben gelehrt, wenn der Papst nicht Antichrist ist, dann hat er schweres Pech, dass er genau wie der Antichrist beschrieben wird. Spurgeon sagt dasselbe. Er sagt, würde eines Tages nach dem Antichristus gefahndet werden, dann sollten wir auf jeden Fall diese Kirche in Untersuchungshaft nehmen und sie würde mit Sicherheit nicht mehr freigelassen werden, denn sie spricht exakt der Beschreibung. Das Papsttum steht Christi Evangelium gegen, es ist der Antichristus und wir sollen gegen es beten. Wer schreibt das? Spurgeon. Er soll das tägliche Gebet jedes Gläubigen sein, dass der Antichristus wie ein Mühlstein in die Flut geschleudert werde um Christi willen, weil es Christus verwundet, weil es Christus seiner Herrlichkeit beraubt, weil es seiner Versöhnung mit der Wirksamkeit von Sakramenten ersetzt und ein Stück Brot anstelle des Heilands hebt und ein paar Wassertropfen anstelle des Heiligen Geistes und einen einfach nur fehlbaren Menschen wie wir als Stellvertreter Christi auf Erden einsetzt. Und dann sagt er was Wichtiges, was wir nicht vergessen müssen. Und ich habe es auch am Anfang gesagt. Es geht hier nicht um Menschen, es geht um Systeme. Wenn wir gegen es beten, weil es gegen ihn ist, werden wir die Person lieben, obwohl wir ihre Irrtümer hassen. Wir werden ihre Seelen lieben, obwohl ihre Lehren ablehnen,
und verabscheuen. Und so wird der Atem unserer Gebete süß sein, weil wir unser Angesicht zu Christus wenden, wenn wir beten. Aber so klar kann man sich gar nicht besser vorstellen. Jetzt ist die Frage, wenn das biblisch war und wenn die Bibel recht hat und diese Reformatoren recht hatten, dann haben wir heute ein Mega-Problem. Ja oder nein? Ich will euch nehmen zu Wartburg. Wir waren da. Das ist jetzt knapp ein Jahr her. Und wir haben gestaunt. Was erwartet man, wenn man zur Wartburg geht? Dass wir dahin geführt werden, wo Martin Luther das größte Geschenk in der Geschichte der Menschheit wieder an die Menschen gegeben hat. Die Bibel. Wunderbar restauriert. Ein Geschenk des Kommunismus. Diese Herstellung der Wartburg. Die Brücke. Hier hat Martin Luther gesessen. Draußen waren die Attentäter. Wenn er den Kopf rausgesteckt hätte, hätten sie ihn ermordet. Und hier hat er angefangen, um dieses Geschenk zu übersetzen. Wunderbar wieder hergestellt. Die Mosaiken, alles wunderbar. Die haben Milliarden hier reingesteckt, die Kommunisten, als Geschenk. Die Wartburg in Eisenach. Und wenn man da reingeht, wir haben gezahlt für die Führung. Es kostet viel Geld, um da reinzugehen. Eine Stunde lang haben wir Führung gehabt. Und wie viel haben wir gehört von Martin Luther? Hilf mir bitte. Nicht ein einziges Wort. Hier sind die Heiligen wieder, der St. Franziskus und die heilige Elisabeth. Das ist ja eine deutsche Heilige gewesen vor circa 800 Jahren. Und ein Wartburg-Konzert, gerade zu der Zeit, wo wir da waren, gewidmet an die heilige Elisabeth. Die Mosaiken, wunderschön. Aber wer ist das hier, wo die Kinder und alle vor ihr niederbeugen? Die heilige Elisabeth. Kreuze, Kerzen, Mosaike, fantastisch. Die heilige Elisabeth im 13. Jahrhundert. Überall, von einem Saal zum anderen, der Führer erzählt von der heiligen Elisabeth. Mir fingen die Zehen an zu kribbeln. Und ich fing an zu meckern. Und ich sagte einmal so unter meinem Atem, die heilige Elisabeth schon wieder. Und hier steht ein Mann neben mir im Leder gekleidet, von oben bis unten. Ein Biker. Und er kommt zu mir und er schubst mich so in die Rippen. Und ich denke noch, ups, ich muss die Klappe halten. Aber nachher stellt sich heraus, er ist der gleichen Ansicht. Im Vorportal, vor dem wir reingehen, mal ein Vergleich. Elisabeth von Thüringen, da ist sie, es wird vor ihr niedergekniet. Und gleich nebendran, eine Frage noch, Herr Luther, Martin Luther, der Biertrinker, der Säufer, noch. Im Vorportal. Hier spreche ich und kann ich anders. Es ist, als ob diese Geschichte der Reformation lächerlich gemacht wird, ist es nicht? Aber die heilige Elisabeth ist nicht lächerlich. Der Ring der Elisabeth, ach, wenn man doch nur den Ring einen Kuss geben kann. Was für Wunder können denn da geschehen? Die Elisabeth von Thüringen, die heilige Elisabeth. Das ganze Vorportal, alles ist nur heilige Elisabeth, von vorne bis hinten. Ich spiele euch mal so ein Stückchen, es ist sehr schlecht, denn
Es ist sehr schwer, sowas zu fotografieren. Aber vielleicht kann man es hören, aber es muss sehr laut gestellt werden, sonst hört man gar nichts. Und das Ding funktioniert nicht, der Pegel. Aber wir versuchen es. Ich habe mal eine Frage. Ja. Ich habe eigentlich die Führung hier geschartet wegen der Lutherstube, denn ich kam nicht hinein, ich wurde gleich wieder hinausgeschickt. Ich möchte Sie darum bitten, dass Sie das weitergeben. Kann ich machen. Ja? Für die Wahlburg steht für Reformation und nicht für Heiligen Friedrich. Nun haben wir auch das Jahr der Heiligen Elisabeth. Das ist wunderbar, aber 300 Tage. Bitte, bitte. Es ist das Jahr der Heiligen Elisabeth gefeiert, den 800. Geburtstag der Heiligen Elisabeth. Und also ich meine nur, Sie können jetzt einfach ein bisschen was Sache haben. Und was ist hier los? Und hier ist mein Biker-Freund. Und der ist so sauer. Der ist so sauer. Es stellt sich heraus, dass er lutheranischer Prediger ist. Und ist mit seinem Motorrad dahin gefahren, um auf den Fußspuren Martin Luthers mal zu gehen. Und hört kein Wort von Martin Luther. Endgültig sagt er, eine Stunde schon, jetzt nimmt mich bitte zur Martin-Luther-Stube. Was sagt die Führung? Ist nicht Teil von diesem Programm. Das ist unerhört. Mein Freund, mein neuer Freund, mein lutheranischer Predigerfreund. Ich habe zu ihm gesagt, möchtest du mit mir protestieren und auf die Barrikaden gehen? Er hat gesagt, ich bin dabei. Hier ist der Lutherraum und wir sind dann da rein und haben fotografiert. Wir waren nicht sehr willkommen da, Lutherstube. Und da ist der Platz, wo Martin Luther saß, wahrscheinlich nicht der ursprüngliche, obendran sein Freund Melanchthon und ganz einfach. Und dann diese Wirbel, Rückenwirbel von einem Wal, der ist ursprünglich. Da hatte Martin Luther seinen Fuß drauf, derweil er die Bibel schrieb. Und dann sind da auch noch die Kennzeichen, von wo er den Inkentopf schmiss, als Satan ihn attraktierte. Und was mir einfällt oder was mich beeindruckt, ist die Einfachkeit. Im Vergleich zu dem prahlenden, stolzen Mosaiken mit Gold versetzt und heilige Elisabeth hier und heilige Elisabeth da. Und die Einfachkeit von hier, wo er saß, diese Jahre und uns das Geschenk der Bibel gab. Können wir hier Ton kriegen? Versuchen es mal. Wir wollen eigentlich die Luther-Wartburg sehen. Und wir bekommen eine Stunde Führung über eine heilige Elisabeth. Ja, das liegt einfach daran, dass in diesem Jahr ihr Jubiläumsjahr ist. Es ist ihr 800. Geburtstag und ab dem 7. Juli beginnt halt hier auf der Wartburg eine große Landesausstellung ihr zu Ehren. Ganz einfach gesagt, wir haben gedacht, wir sind Protestanten, jetzt müssen wir auch protestieren. Also sind wir zur Leitung gegangen und haben gesagt, wir möchten gerne offiziell einen Protest anmelden, dass es hier auf der Wartburg, wo das Erbe des Protestantismus ist, überhaupt gar nichts gesagt wird über Martin Luther, sondern nur über eine heilige Elisabeth, wo Martin Luther gelehrt hat, dass die Heiligen überhaupt keinen Einfluss haben auf unsere Erlösung. Und dann wurde uns erklärt, dass das ihr 800. Jubiläumsfest ist und somit müssen wir uns damit zufrieden geben. Jetzt versuche ich wieder hier rauszukommen. Naja, wir sind da weg, wir sind zum Lutherhaus. Da war nicht viel zu sehen in diesem Lutherhaus. Schönes Gebäude, nicht viel drin. Und natürlich diese schöne Lutherstadt. Und so interessant, in dem gleichen Dörfchen das Haus von Johann Sebastian Bach. Und wenn wir mal dran denken, was Gott gemacht hat, als er diese Reformation neu entfackelte oder als sie entstand, gleichzeitig war die Musik auch da. Ist es nicht so?
Und er inspirierte die großen Geister, um diese gewaltige Musik zu schreiben. Ich denke, wir brauchen eine neue Reformation mit wieder gewaltiger, neuen, schönen Musik. Glaubt ihr nicht auch so? Ich denke, der gleiche Gott, der damals inspirierte, existiert heute auch noch. Und wir brauchen nicht das Gelaber singen. Wir können doch was Anständiges auch singen. Und hier die Kirche, wo Martin Luther predigte. Eine feste Burg ist unser Gott. Und wie sieht es heute da aus? Graffiti. Aber ich denke, es war nicht Martin Luther, hier spreche ich und kann nicht anders. Ich denke, das ist ein Geist, der heute existiert. Und was denken Sie, von was da in diesem Gebäude gepredigt werden sollte? Das ist, was Sie davon denken. Das steht an der Kirche geschrieben. Was steht noch da? Götzenfresse. Der Mensch ist heute total entfernt von den Grundprinzipien der Reformation. Er hat es total verloren. Martin Luther hat gesagt, sie werden die Bibel wieder wegnehmen, es wird eine schreckliche Finsternis kommen. Ich glaube, wir sind da. Und was soll es ersetzen? Der Kontrast war für mich so dramatisch. Alles, was mit der Reformation zu tun hat, weg, ausradiert, ersetzt mit Heiligen und Gold und Glanz und Kerzen und Kreuzen und was weiß ich alles. Alles, was schön und gut und auf Gottes Wort sich beruht, weg. Und das, was in der Kirche gepredigt werden sollte, Götzenfresse. Und anstelle davon Domstufenfestspiele. Wer ist wieder die Macht unserer Zeit? Ich glaube, der Katholizismus hat den Protestantismus überwunden. Und als er auf den Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Die ganze christliche Welt sucht einen Antichristen in der Zukunft. Die Bibel gibt ein ganz klares Bild. Die Reformation hat das ganz deutlich aufgeschrieben. Um ganz sicher zu machen, haben sie es in Stein gemeißelt. 400 Jahre hängt es da und kein Nürnberger weiß, worum es geht. Gott hilf uns in der Zeit, in der wir leben. In den Vorträgen, die jetzt kommen, werden wir sehen, wie das ganze Reformationsdenken beseitigt ist, vernichtet ist, zermalmt ist unter dem Fuß und womit es ersetzt wurde. Ich möchte euch einladen zu dieser Serie, damit wir die Reformation neu entfachen.